ich bin Hans-Willi Kusserow, Zuchtleiter beim Pferdezuchtverband Rheinland-Pfalz Saar. Warum werden Hengste gekürt? Ganz einfacher Grund, nur das Beste in die Zucht. Man selektiert die besten Vatertiere, die dann den Stutenhaltern zur Verfügung gestellt werden. Eine Körung besteht einerseits aus der Pflastermusterung. Dort wird der Typ, das Gebäude und die Korrektheit beurteilt. Last but not least, unser Zuchtleiter hier in Rheinland-Pfalz Saar, Hans-Willi Kusserow. Das wird dann eben 1,74 Meter. Sohn des Famous Diamant, Muttervater Quickstar und Starter. Züchterbesitzer ist hier das Gestüt Spree GmbH aus Löningen. Mit der neuen stellt sich vor ein 2015 geborener Sohn des Christ. Mütterlicherseits geht es auf Fürst Heinrich und Don Primero, Stockmaster aus dem Geburtsjahr 2015, aus der Zucht von Jasmin Rasser in Schwendi, kommt dieser Sohn des Embassy 2, mütterlicherseits auf Achill Libero und Kapitol gezogen, das Stockmaß des Hengstes 1,67 Meter. Nächster Part ist das Freilaufen und das Freispringen. Im Freilaufen beurteilen wir die Qualität des Trabes, der Galoppade und nicht zuletzt auch im Schritt, den wir nachher an der Hand sehen werden. Im Freispringen Art, Manier und Potenzial. Wesentlich ist auch in der modernen Reitpferdezucht die Gesundheit. Die Beurteilung eines Pferdes erfolgt immer vor dem Hintergrund der Nutzung als Sportpferd, als Reitpferd. Zum Beispiel wünschen wir uns eine zweckmäßige, wohlgeformte Halsung, die sich zum Genick hin verjüngt mit schöner Kanaschenfreiheit, weil das wirkt sich positiv auf die Rittigkeit aus. Nicht zuletzt auch die Sattellage spielt dann in der Beurteilung eine große Rolle, weil wir wollen ja die Pferde reiten und dann muss der Rücken, der Widerriss, dann auch die Platzierung, eine gute Platzierung des Sattels ermöglichen. In der Pferdebeurteilung spielen sicherlich dann auch die Körperproportionen eine wesentliche Rolle. Neben einer günstigen Reitpferdehalsung brauchen wir natürlich auch eine gute Schulter, die es dann auch ermöglicht, dass die Vorhand sich frei bewegen kann, einen gesunden, tragfähigen Rücken mit schöner Muskulatur. Und auch die Hinterhand verdient ganz besondere Beachtung. Groß angelegt soll sie sein, wohl bemuskelt, weil aus der Hinterhand entwickelt sich die Kraft in der Bewegung. Ganz wichtig ist das Fundament. Zum Beispiel beachten Sie die Hufe, wohlgeformte, gut gemachte Hufe sind positiv in puncto Haltbarkeit des Pferdes. Kleine Zwanghufe beispielsweise werden für Probleme sorgen später und beeinträchtigen die Haltbarkeit und im Endeffekt auch die Nutzbarkeit des Pferdes. Die Vorstellung der Hengste auf dem Pflaster, der dient dem, dass wir die Korrektheit der Hengste beurteilen können. Wie fußen sie auf? Weil das spielt nicht zuletzt auch eine Rolle in puncto
Gesundheit und Haltbarkeit eines Pferdes. Pferde sollen schön plan auftreten. Das ist zu beachten in der Beurteilung der Korrektheit. Die Beurteilung der Hengste erfolgt auf der Basis von 8 Merkmalen. Typ, Gebäude, Korrektheit, Schritt, Trab, Galopp, das Freispringen und nicht zuletzt der Gesamteindruck. Gerade auch über den Gesamteindruck, hier spiegelt sich sicherlich auch ein bisschen der Eindruck, den der Hengst hinterlässt. Erledigt er seine Aufgaben mit einer gewissen Souveränität oder ist die Vorstellung geprägt von sehr viel Unruhe, Unsicherheit? Also das sind Dinge, die schließlich dann auch noch mit die Gesamteindrucksnote beeinflussen. Die Notenskala reicht von 1 bis 10. Die Note 10 vorzüglich, die Note 9 sehr gut, 8 ist gut, 7 ist ziemlich gut, 6 ist befriedigend. Und für ein positives Körurteil braucht ein Hengst mindestens die Durchschnittsnote 7, sprich ziemlich gut. Lass dich gleich schnuppern. Schön passiert.